habe das sehr genossen. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Diese Show. Was? Sie ist eine Amateurin, mit der ich nichts zu tun haben will. Und ich habe gesagt, genau aus diesem Grund, weil du so bist, wie du bist, war ich seit 20 Jahren nicht in deinem Geschäft. Bei solchen Individuen kann Desiree nicht auf gut Wetter machen. Ich bin diejenige, die den Kontakt gemieden hat, die um diesen Laden einen riesen Bogen macht und die auch beobachtet hat, wie sie bei anderen Promis hausieren geht. So macht sie es ja mit allen. Aber wer Wind sät, sollte sturmfest sein. Ich finde auch, mit ihrer Modekollektion. Mann! Ja, man hört sie im ganzen Haus, diese keifende Nadder. Ach, jetzt hat die an die Tür geklopft. Ja, dann komm doch mal rein. Ja, komm rein. Du bist eingeladen. Oh, da drinnen wird gefetzt. Geh mal mit rein. Ich will das sehen. Du lauschst auch noch in einem Fernsehprojekt. Lauschst du. Mach, dass du rauskommst. Du wolltest doch abreisen. Weißt du was? Ich hol dir deinen Koffer. Ich packe ihn dir. Ich hab für alle Personal dafür eigentlich. Sex mit einem Mann während deiner Periode. Nachdem du bei einem Interview an der Tür lauschen, weil du mit deiner Motto was geht schon wieder los? Oh, nee, sag mal, ey, die lässt mal eh mal alleine im Haus. Ihr seid aber auch sensationslustig, ne? Was dem Adel erspart wurde durch diese dumme Kudo. Ich weiß nicht, was der Koffer ist von dieser Frau. Die hat an der Interviewtür gelauscht, die Frau Obert. Leute, ihr könnt die weiter in Schutz nehmen. Rahmt sie euch ein. Die wird euch alle noch vorführen, das sage ich dir. Wo ist der Koffer? Die Sachen fliegen auf die Straße und aus dem Fenster. Also Claudia, das geht aber auch nicht. So, ich komme die Treppe runter, die schreit so laut und bezichtigt mich mit Dingen. Ich nütze Promis aus. Sag mal, tickt die Alte noch richtig? Was nütze ich denn die aus? Wer kann die überhaupt ausnützen? Also ich glaube, ich spinne. Wenn du so eine dumme Sau einlädst und sie bezahlst, dann nützt du sie doch nicht aus, oder? Die wird nicht fertig mit mir. Die kann nur mit Leuten keifen, die nicht da sind. Beinahe hätte sie mir wieder eine geknallt. And every shadow filled up with doubt. Ich weiß nicht, was die Frau für ein Statussymbol hat. Ich hab keins. Ich weiß gar nicht. Also ich muss auch nichts wissen. Wenn du schlau bist, weißt du nix. I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you. Du kannst deinen Koffer abholen. Ich hab dir packen geholfen. Danke. Ich habe keine Ahnung, um was es geht und enthalte mich jeglicher Stimme. Damit hat Frau Obert meine Worte verifiziert. Da steht ihr an der Tür, lauscht und wummert an die Tür. Mich maßregeln wollen mit meinen Worten als mündiger Bürger. Das ist doch nicht zu fassen. Das ist ja eine Straftat. Du sollst gelauscht haben. An der Tür gelauscht. Nein, ich habe nicht gelauscht. Ich kam die Treppe runter und habe sie schreien hören. Das hat mit Lauschen nichts zu tun, oder? Ja, und das hat sie geschrien? Dann habe ich gesagt, halt die Fresse, habe ich geschrien von außen. Du hast aber auch nette Umgangsform, muss ich sagen. Nee, weil sie sagt, ich nütze die Promis aus. Jetzt nütze ich, wen nütze ich hier aus? Ich habe ihr packen geholfen. Ich hab dir packen geholfen. Dein Koffer ist fertig. Ich gebe Interview der Redakteurin, steht die hinter der Tür, lauscht und wummert an die Tür. Ich soll aufhören, so zu sprechen. Ich sage, Moment mal, ich gucke, wer da klopft. Ich dachte, vielleicht ist was passiert. Eine Meldung, Security, irgendwas. Ich werde erwartet, woanders eine Nachricht oder so. Ich gehe hin, da steht die da. Dann lauscht die an der Tür als Profi, wenn man Interviews gibt und wummert an die Tür, mich maßregeln wollen. Was ich als erwachsene Frau für eine Meinung habe, die willst du kontrollieren. Ja, da hast du nicht geschnitten. Hast du gesagt, die nützt die Promis aus? Hast du das gesagt? Na, die Wahrheit! Die Wahrheit! Kannst du mal bitte lauter sprechen? Ich habe dich nicht gehört. Komm, der Fall ich habe nur Meeresrauschen gehört. Der Fall ist Speak für mich up, eh gelitzt, ja.
Dafür redest du Tag und Nacht über mich. Das finde ich ja echt spannend. Ja, dachtest du, du bist hier im Urlaub? Ich habe geschworen, ich habe nichts mehr mit zu dir zu tun. Wirklich. Der Himmel weint. Oh ja. Herrlich. From small beginnings. From big endings. From small beginnings. Man kann den Koffer auch nehmen und aus dem Fenster werfen, während ich habe die Treppe runtergepfeffert mit all ihren Klamotten. Das war dann vielleicht heute nur die Generalprobe. Ja, beim zweiten Mal habe ich jetzt schon mehr Übung. Da fliegt der Koffer wahrscheinlich aus dem Fenster. Schade, dass es hier keine Musik gibt. Ich brauche immer ein Lied und dann bin ich wieder happy. Mhm. Deine Sachen sind eingeräumt. Das sagen wir gar nicht. Nee. Die weiß wahrscheinlich bis heute nicht, dass das passiert ist. Weil ich einfach, es ist nicht notwendig. Es verlässt den Rahmen von respektvollem Umgang miteinander. Die Tatortreiniger waren gründlich. Ist ja alles noch ganz ordentlich. Was hat sie denn da gepackt? So wie die keift, so arbeitet die. Bringt keinen weiter. Ich weiß ja nicht, was sie so auf die Palme bringt. Ich hätte auch nie gedacht, dass sie überhaupt ganz ehrlich, ich will meine Ruhe. Ich will nicht mehr drüber reden. Die steigern sich auch alle da ein bisschen rein. So. Ja, aber das hört ja auch nicht auf. Man sollte es jetzt einfach mal ruhen lassen. Ja. Einfach mal dabei belassen. Das geht ja jeden Tag aufs Neue, geht das wieder los. Hm. Ich mische mich da halt auch gar nicht ein. Ist auch deren Sache. Da sind ja schon genug involviert. Und die sind ja auch alt genug. Ist von beiden auch nicht fair der Gemeinschaft gegenüber. Wenn ihr streiten wollt, schließt euch ins Klo ein, möge der Bessere gewinnen. Aber hier die Gesamtgruppe von der Stimmung runterzuziehen, denkt mal nicht an euch, denkt mal an die anderen. Es wird bestimmt keinen neuen Weltkrieg geben wegen dem Scharmützel.